Der diesjährige Spandauer Kultursommer steht bevor. Am 1. Juni geht die Saison an den Start und das in diesem Jahr zum 17. Mal in der Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau. In Kooperation mit dem Magna Theater Spandau e.V. präsentiert das Kulturhaus Spandau wieder sein wunderbares Programm. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen auf unserer Spandauer Freilichtbühne hier an der Zitadelle zur Präsentation des Saisonprogramms hier auf der Freilichtbühne. Es ist wieder ein fantastisches Programm, was wir Ihnen hier zu präsentieren haben. Kindermusiktheater, Berliner Kindertheater werden Pippi Langstrumpf hier auf die Bühne bringen. Wir werden eine hochkarätige Session haben von Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem auch wieder unseren allseits beliebten Sascha Grammel, den wir Ihnen hier präsentieren. Ich hoffe, dass das Wetter hält, dass Sie hierher kommen, dass Sie dieses hier genießen. Es ist wird eine Saison sein, von der Sie noch lange, lange schwärmen. Aber wir werden auch wieder ein Programm haben, und das freut mich ganz besonders, umsonst und draußen. Das ist jeden Sonntag ab 11, wenn die Saison läuft, werden Sie hier ein Konzert erleben können, und das kostenlos. Kommen Sie nur her, genießen Sie den Tag, genießen Sie Spandau, genießen Sie die Zitadelle und unsere Spandauer Freilichtbühne. Die Freilichtbühne hat es in diesem Jahr besonders schwer gehabt, weil der Sturm Xavier im September letzten Jahres, Gott sei Dank ganz knapp nach unserer Saison, hier 18 Bäume auf dem Gelände umgelegt oder so stark beschädigt hat, dass sie gefällt werden mussten. Das heißt, wir haben unseren Werbeslogan jetzt kurzerhand geändert von Biergarten unter schattigen Bäumen in einen Platz an der Sonne. Sonne haben wir jetzt hier nämlich noch viel mehr als vorher. Hier wird ganz viel gewerkelt und gebaut. Hinter mir sieht man vielleicht die Bänke, die da fehlen, die neu gestrichen werden müssen. Unser Lagerraum ist von Ästen durchschlagen gewesen, wird komplett neu gemacht. Die Blitzableiteranlage ist erneuert worden, weil der Sturm sie runtergeholt hat, und diverse andere Kleinigkeiten, die uns ganz schön zu schaffen gemacht haben, jetzt aber soweit hergerichtet sind, dass ich doch zuversichtlich bin, dass wir am 1.6. hier eine schöne Saison starten können. Unser ganzes Programm kann ich jetzt nicht erzählen. Wir fangen an am 1.6. und spielen bis zum 17.9. hier draußen in der Freilichtbühne. Insgesamt sind es ca. 80 Veranstaltungen, die wir zeigen werden, inklusive Kinderprogramm. Fürs Kinderprogramm sind wie immer unsere Partner verantwortlich, das Berliner Kindertheater, das Pippi Langstrumpf feiert Geburtstag mit echtem Pferd hier auf die Bühne bringen wird, und das Kindermusiktheater Berlin e.V., die verschiedene Kindermusikgruppen vor allem hier in der Woche vormittags für Kitas und Grundschulen zeigen werden. Pippi Langstrumpf feiert Geburtstag. Ist ein Musical von Rainer Bielfeld. Wir führen es mit einer Dame namens Norma Antes auf, und sie wird auch auf einem echten Pferd reiten. Dieses Pferd ist Sunny und spielt zum zweiten Mal den kleinen Onkel bei uns. Wenn ich gerade beim Vormittagsprogramm bin, dann schwenke ich gleich mal auf den Sonntagvormittag. Da gibt es natürlich wieder Umsonst und Draußen, wie in den letzten Jahren auch, eine Veranstaltungsreihe, die extrem nachgefragt ist. Wir hatten durchschnittlich um die 500 Besucher hier letztes Jahr, sogar wenn es getröpfelt hat, was Gott sei Dank vormittags nicht so oft vorkam. Abends hat es ja immer geregnet. Auch in der Gruppe, in der Reihe gibt es neue Gruppen dabei. Das sind ist einmal das Schalala-Mitsingen-Konzert, was wir auch mal sonntagsvormittags hier probieren wollen, das im Kulturhaus immer Wochen vorher ausverkauft ist. Das Lietze-Orchester wird ein richtig sinfonisches Programm hier spielen im August mit einer Uraufführung sogar. Die Blue Barber Swing Band ist in der Swing-Ecke neu. Die Kinderchöre aus dem Johannesstift werden gleich anfangen am 3.6. mit dem Kinderchorfestival. Und das Akkordeonensemble Akkordia ist auch zum ersten Mal bei Umsonst und Draußen mit dabei. Im Abendprogramm ist es ähnlich. Wir haben natürlich unsere Highlights dabei. Larry Schuber spielt gleich am 2.6. Am 1.6. eröffnet Lord Zeppelin mit einem Led Zeppelin-Programm. Die Petticoats sind natürlich dabei. Der Berlin Beat Club ist dabei. Das sind so unsere Highlights. Uli und die Grauen Zellen, die ja meist ausverkauft sind, wenn sie hier spielen und auch sonst viel unterwegs sind, sind natürlich im Programm, aber wir haben auch ganz viel Neues. Ein paar Beispiele sind die Kreativmolkerei, gleich im Juni eine Jugendband, die in Spandau probt und spielt, die das erste Mal bei uns sind. Dann ein Hamburger Ensemble, das die Dreigroschenoper hier aufführen wird. Da trauen wir uns trotz Flugzeugen ein bisschen ans Theater ran. Ich freue mich sehr über Keith Tynes, wenn Ihnen der Name nichts sagt. Er war Sänger bei den Platters und ist der Sänger von Smoke Gets in Your Eyes, Great Pretender oder Only You. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich, wen ich meine. Ole Lehmann, ganz andere Richtung, feiert hier mit seinem Comedy-Programm seinen Geburtstag am 21.07. Das Glasblas Sing Ensemble macht Musik auf Flaschen, die in allen möglichen Formationen hier dann auf der Bühne stehen werden. Das heißt, sie blasen auf Flaschen, sie schlagen die Flaschen an.
und stellen ganz verschiedene Dinge damit an. Auch mit großem Spektakel werden die Physikanten bei uns sein, Anfang August, die aus Film und Fernsehen relativ bekannt sind, in verschiedenen Shows auftauchen, wie Wer weiß denn sowas, und dann hier physikalische Experimente mit großem Wumms und Hallo auf der Bühne erklären und darstellen werden. Da gibt es implodierende Ölfässer, fliegende Korken, Wasserexplosionen, ja, ganz spannende Sachen zu sehen. Die kubanische Band Son del Nene wird uns den Buena Vista Club ein bisschen in die Freilichtbühne holen. Wir hatten auch im letzten Jahr schon eine kubanische Band, die hier auf Europatournee war, und ebenso ist es dieses Jahr mit Son del Nene. Da bin ich sehr gespannt drauf, die habe ich live selber auch noch nicht gesehen. Genauso wie I Dolci Signori, die ein italienisches Programm mit italienischen Schlagern, Hits, Gassenhauern und eigenen Liedern hier bringen werden. Ganz besonders stolz bin ich auch darauf, dass ich Basta hierher holen konnte, eine der beiden führenden A-Cappella-Bands in Deutschland, ähnlich wie die Wise Guys, wem Basta vielleicht nichts sagt, eine Kölner Gruppe, die dann auch hier draußen Open Air bei uns auftreten werden. Ich hoffe, ohne Flugzeuge an dem Abend, da muss ich mit dem Wind nochmal sprechen. Im September haben wir dann die Lange Nacht der Lieder, absichtlich so spät im Jahr, damit wir passend beleuchten können. Da ist zum Beispiel Barbara Thalheim mit Band dabei, Red Marut, eine Band, die aus zwei Tatar-Kommissaren besteht, nämlich Maria Simon und Bernd Lade. Da ist die bolschewistische Kulturkapelle dabei, Manfred Maurenbrecher, ein Überraschungsgast und noch viele andere deutsche bekannte Liedermacher. So, ich glaube, das war jetzt schon ganz schön viel. Es gibt zusätzlich auch noch Dudelsäcke, Zauberei. Natürlich ist Sascha Grammel auch wieder bei uns. Ich habe sogar noch Restkarten, wenn auch nur noch 20 oder so. Also unbedingt vorbeikommen, ganz dringend ins Programm gucken. Man findet uns jetzt auch auf Facebook. Da kann man auch die Karten direkt runterladen, mit einem Klick kaufen. Man erreicht uns im Büro. Wir haben unsere Internetseite aktualisiert. Also sind auf vielen Wegen zu finden. Unsere Plakate hängen in die Bushaltestellen. Augen auf, gucken und unbedingt herkommen.